Herzlich willkommen zum Video mit dem Thema Aussprache der Zahlen. Dieses Video zeigt dir, wie die Zahlen im Deutschen umgangssprachlich gesprochen werden. Das soll dir dabei helfen, flüssiger Deutsch zu sprechen. Achtung! Viele Muttersprachler werden dir sagen, dass einige Aussprachen in diesem Video nicht richtig sind. Lass dich davon nicht irritieren. Lausche einfach den Muttersprachlern, wenn sie schnell und ohne nachzudenken reden, und überprüfe selbst, wie sie die Zahlen aussprechen. Fangen wir mit der 7 an. Sie wird beim schnellen Sprechen 7 ausgesprochen. Zwischen dem B und dem M bleiben die Lippen geschlossen. Ich spreche die Zahl noch einmal langsam vor. 7. Die Zahlen von 1 bis 10 werden flüssig dann so ausgesprochen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kommen wir nun zu den Zahlen von 13 bis 19. Hier wird die Endung 10 verkürzt ausgesprochen, und zwar zn. Die Zahlen von 13 bis 19 lauten also 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Und nun zu den Zahlen von 21 bis 29. Das und zwischen den Einern und Zehnern wird praktisch immer ohne das d ausgesprochen. Man spricht also 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Das ist aber immer noch recht langsam. In der Regel werden die Zahlen noch kürzer ausgesprochen. Das und wird dabei zu einem n verkürzt. Zudem ändert sich die Aussprache von 25 und 27 stark. Sehr flüssig werden die Zahlen dann so gesprochen. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Was für die Aussprache der Zahlen von 21 bis 29 gilt, trifft auch auf alle anderen Zahlen bis 99 zu. Kommen wir nun zu 100. Die Buchstaben ER werden einfach wie ein A ausgesprochen. Es heißt daher einfach 100. Folglich heißt es auch 200, 300, 400, 500, 600, 700 und so weiter. Die Zahlen 200, 300 und 400 können aber noch flüssiger ausgesprochen werden, und zwar 200, 300, 400. Und zum Schluss kommen wir noch auf die Zahl 1000 zu sprechen. Hier wird das E am Ende ausgelassen und die Zahl wird einfach 1000 ausgesprochen. Das gilt auch für 2000 und so weiter. Zum Abschluss noch ein paar Aussprachebeispiele. 27, 33, 55, 174, 352, 1013, 2507. So, das war dann alles zur flüssigen Aussprache der Zahlen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.